Ich bin Vika Starka, der letzte Eisdrache, und willkommen zurück zu meinem neuesten Projekt Alpha Kimori, und wir spielen direkt mal weiter. Also seit dem letzten Mal habe ich mir hier eben im Laden den Helmet gekauft. Bandana gibt 15 Verteidigung und 5 zu Geschwindigkeit. Auf jeden Fall besser wie nichts. Und warum reagiert das gerade nicht? Moment. So. Dann wollen wir mal gucken. Ab in den Wald. Hallo, Vanessa. Hey, du. Ich habe auf dich gewartet. Was hat Elva dir gesagt? Er schickt mich auf eine streng geheime Mission. Irgendeiner Art. Sehr geheimnisvoll. Mal gucken, was uns erwartet. Ja, natürlich. Wir werden es bald genug wissen. Komm, lass uns gehen zum großen Wald. Wir werden zu spät sein. Okay. Der verschlossene Weg zum großen Wald wurde gesäubert. Nicht, dass wir da nicht schon gewesen wären und nicht alle getötet hätten. Diese armen Monster, Hummer und Drachenfliegen und was da alles rumlief. Dahin zu gelangen sollte kein Problem sein. Vanessa has joined the party. Und die ganze Party wurde geheilt. Ja. Damit bin ich mich eigentlich umsonst heilen gegangen. Hätte ich eigentlich nicht machen müssen. Ich hätte eigentlich damit rechnen können, dass das Spiel ziemlich gut gescriptet ist. Dass man halt für Leute, die das Spiel nicht spielen und also RPGs nicht gewohnt sind, wirklich Acht gegeben wird, dass sie ständig geheilt sind. Ich habe 2 Helmets, Bandana, die Banana-Bandana gekauft. Deswegen war das eigentlich dumm, weil Load. Ah, was mache ich nur für Müll? Haben die auch schon Bananas? Ja, da hatte ich auch schon Bananas gekauft. Okay, ich habe hier eben einen Punkt geladen, und zwar habe ich alle Monster in diesem ersten Waldabschnitt getötet. Es hat mir ein Level eingebracht. Also ihr habt nichts von der Story verpasst, die kommt nämlich jetzt. Neuerdings muss man hier selber durchlaufen. Dün. Kann man da oben vielleicht schon noch was erkennen, was da kommen wird? Nee. Da ist schon das Ende der Karte. Na, mal gucken, was jetzt so kommt. Lasst uns mit euren finalen Abschlussexamen beginnen. Noch zu heiß. Wie Sie bereits wissen, ist das Gebiet des praktischen Teils. Wir können keine Recars benutzen. Whatever das nochmal für eine Abkürzung war, irgendwie. Ich hab's vergessen. Wie auch immer, die Roboter. Wir wissen alle, was gemeint ist. Egal wie sie funktionieren, egal wie sie sich bewegen, es ist immer dasselbe. Es sind Roboter. Come for fighting. We will be fighting the monsters. Wir werden gegen die Monster kämpfen, indem wir nur eure eigenen Fähigkeiten benutzt. Ja, ihr werdet. Wie komme ich auf... vergiss es einfach. Übersetzen und spielen hat noch nie gut zusammen funktioniert. Nun, wählt eure Waffe. Wählt eure Waffe, bevor ihr vortretet. Seid nicht überrascht. Was mir gerade so auffällt, wieso sind wir die einzigen Slobs, die nicht in Reihe und Glied stehen? Überhaupt die wichtigeren Personen, die fallen hier wirklich total raus irgendwie. Naja, egal. I have been told. Mir wurde erzählt, dass ihr alle Erfahrung in Kampfsimulationen habt. Und einige von euch haben geübt, auf ihre eigene Faust hier geübt. Ich hatte das Gefühl, wenn ich euch auf diese Feldmission schicke, werdet ihr besser vorbereitet sein, den Barbaren zu dienen. Eigentlich heißen die Bardrier, ich spreche die ganze Zeit falsch aus. Irgendwie habe ich mir in den Kopf gesetzt, dass ich das mit Barbaren übersetzen muss. Naja, whatever.
Er benehmen sich auch wie Barbaren, ne? Vollkommen unzivilisiert. Die armen Drachen fliegen. Drachen sind toll. Das ist eine, sollte eine geschützte Tierart werden. Wie kennt ihr neue Schweine? Each of you will be... wieso fange ich schon wieder an, auf Englisch zu lesen? Jeder von euch wird einer Gruppe zugeteilt, damit ihr euch gegenseitig helfen könnt. Irgendetwas stimmt nicht. Das ist nicht die normale Methode, guck mal, was, um das Abschlussexamen bla 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 zu machen. Sorry, da muss ich an meinem Kaffee nippen. Wir würden die Kreaturen bei der Hand killen. Vanessa, du wirst in eine Gruppe zusammengetan mit Rick. Das hat ja natürlich kein... weil ihr unsere Top-Studenten seid und deswegen nur ein anderes Mitglied in eurem Team braucht. Woho! So. Wir sind also ein Top-Student und haben halt nur ein Problem, Monster zu töten. Mal gucken, wohin sich das entwickelt. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich rastet gleich unser Goldglöckchen da wieder aus. Hey, wie, ich bin nicht der Beste, ich fordere dich zum Kampf heraus, du bist gar kein echter Krieger und hast du nicht gesehen. Kann ihn mal einer unter die Erde bringen, vielleicht eine der Drachen fliegen, feuerspeiend, hust. Weil wir sind ja verwandt, wir müssen zusammenhalten, wir Drachen. Weil du einer der Top-Studenten, bla bla bla. Nur Rick? Vielen Dank, edler Elva. Ich bin bereit, loszuziehen. Und unser Mädchen ist schon wieder eingebildet. Und da kommt schon wieder das Herzchen. Ich glaube, die steht auf uns, wie das hat sie schon gebeichtet. No matter. Was? Aber... Rick? Was ist dein Lieblings-Horrorfilm? Step 5. War das der? Das war der mit den Zeitreisen. Wenn einer jetzt nicht mitkommt, müsst ihr euch Scream 4 angucken. Ich habe mir auch nicht ganz angeguckt, nur die ersten 10 Minuten oder so, aber egal. Ich glaube nicht, dass es ein guter Film ist. Vielleicht auch, vielleicht nicht. Macht euch selbst eine Meinung. Rick! Vor allem lassen wir uns aber erstmal von unserem Grandpa hier ein paar Stories erzählen, wie wir das Mädchen rumbekommen, weil wir scheinen da nicht irgendwie so durchzublicken. Sonst hätte er schon ein paar Moves gemacht, ne? So Battle, Musikvideo-Style. Ich weiß auch nicht, was ich da rede. Aber machen wir mal weiter. Wir waren Freunde für eine ganze Zeit jetzt. Ja, mein Kaffee, wir waren schon lange Freunde. Beste Freunde, mein Kaffee und ich. Wo war ich? Und ich vertraue dir mit dieser Mission, die sehr wichtig ist. Ich hoffe, dass du mir auch vertraust. Außerdem wirst du dieses Abschlussexamen bestehen. Ohne auch nur eine einzige Kier-Kreatur töten zu müssen. Das kommt uns natürlich sehr gelegen. Andererseits könnte es auch sein, dass er unsere Schwäche missbraucht. Und außerdem habe ich sowieso ein Gefühl, dass das Ganze nicht nach Plan laufen wird. Und wir gleich irgendetwas vor die Nase gesetzt bekommen. Und deswegen trotzdem irgendwas töten, besiegen oder wegschlachten müssen. Wenn du diese Mission erfolgreich beendest... Dasselbe gilt für Vanessa. Wenn du es schaffst... wenn du es überhaupt schaffst, sie davon abzuhalten, diese Key-Kreaturen zu töten. Die ist nämlich ein bisschen halbherziger wie wir. Die killt die ganzen armen Häschen mit roten Augen und Strafen, Schneidezähnen. Das ist gut. Genug für mich. Dank dir, Elva. Oder dankt euch, Elva. Oder Majestätsplural. Though do not know that I am a king.
That we are king, but doesn't matter. Okay, du bist einfach zu nett. Zu nett, das Wort hat mir gerade gefehlt. Okay. Okay, klasse. Ihr seid alle euren Gruppen zugeteilt. Zieht los und kommt zurück, wenn ihr wenigstens eine Key-Kreatur besiegt habt. Rick und Vanessa, ich will, dass beide von euch zur Roten Brücke gehen. Ihr müsst einen versteckten Eingang finden. Im Nordosten des großen Waldes. War East, Southwest, doch East war Osten. Sind wir nicht aus dem Osten gekommen? Ich kenne diesen Platz. Das ist der Platz, wo wir oft hingingen, als wir Kinder waren. Da ist eine Key-Kreatur, die wird eine Herausforderung für dich sein, Vanessa. Sie können mir vertrauen, Elder Alvasia. Und diese Handbewegung, die regt mich ja schon auf. Seht euch das mal an, wie sie die Hand hält. Ich bin die Beste, seht her. Oh my Jesus. Irgendwie mag ich den Charakter mittlerweile teilweise und irgendwie kann ich ihn einfach nicht leiden. Da sollte eine Key-Kreatur sein, die Furika verteidigt. Das Mädchen mit der Kapuze, wenn wir uns erinnern, mit dem Einhörnchen, was eine Ratte war oder eine Katze oder... Nee, war eine Katze. Das war ja so ein junges Tier, wie das, was wir im Flashback getötet haben. Er hat mich aber mehr an ein Einhörnchen erinnert, bin ich ganz ehrlich. Okay, weiter geht's. Benutze den Key-Controller, den ich eigentlich erhalten sollte. Und ihr solltet in der Lage sein, die Key-Kreatur zu kontrollieren. Sie wird euch dann einen Kansister... Keine Ahnung, was ein Kansister ist. Mal auf Deutsch vielleicht so, genauso. Wir werden es dann erfahren. Sie wird uns das Ganze auf jeden Fall geben. Bring es dann sofort zu mir zurück und halte es geheim. Oh, dafür ist also der Key Controller. Ich danke euch erneut, dass ihr mir diese Chance gibt, das Examen zu bestehen, ohne eine Key-Kreatur zu töten. Ich werde sie nicht enttäuschen. Die ganze Party wurde schon wieder geheilt. Nicht, dass wir es nötig hätten und wieder darf ich gar nicht lang. Und wow, das Fressfieder ist aber neu. Das Ganze wurde abgeriegelt wegen irgendwelchen Terroristen. Jetzt finde ich die Taste nicht. Ah, hier. Okay, dann reden wir nochmal mit unserem Master. Mal gucken, was er noch so erzählt. Rick, hast du den Kansister schon bekommen? Nein, wer weiß nochmal, irgendwo hinter der Roten Brücke im Wald. Hast du schon im Nordosten des großen Walds wird, lass mich deine Wunden heilen, solange du hier bist. Nice, also dieses Spiel vom Aufbau gefällt mir richtig. Man kann sich jederzeit überall heilen, wenn einem der Schwierigkeitsgrad zu hoch ist. Das gefällt mir richtig an diesem Spiel. Okay, weg hier. Ja, sonst kennt man das ja von RPGs, dass man 100 Schritte laufen muss, wenn man sich mal eben heilen will. Oder wenn man einfach mal Scheiße gebaut hat im Spiel so. Was machst du? Hilfe, ich habe hinten im Wald Holz geschlagen.